Wir gucken uns jetzt das Video an. Kommt die Verkehrswende LKW gegen Zug? Gönnen wir uns. Wir können uns auch beim nächsten Wenn Stream künftig da mal mehr Güterzüge fahren sollen, dürfen sie den ebenfalls wachsenden Reiseverkehr nicht behindern. Ideal wären eigene Strecken nur für sie. Man müsste also neue Strecken bauen oder alte, stillgelegte reaktivieren. Vielleicht eine Chance für die alte Kanonenbahn. Ein Verein kämpft um die Rettung der alten Elbbrücke in Barby. Aber hier glaubt man auch an eine Renaissance der stillgelegten Bahnstrecke, vor allem für den Güterverkehr. Genau dafür sei sie ja einst gebaut worden, sagt Verkehrsingenieur Jürgen Krebs. Ich muss die Frage stellen, warum man solche Anlagen nicht für den Schienengüterverkehr nutzt. Für den Verkehr von, ich sag mal, Ostgrenze, Polen, polnische Ostseehäfen über das Land Brandenburg nach Thüringen, Hessen, Südwestdeutschland, ist das eigentlich hier die klassische Strecke. Die Kanonenbahn könnte andere Strecken entlasten, auf denen jetzt schon dichter Verkehr herrscht. Etwa nach Halle, Leipzig, Magdeburg und Hannover. Sie berührt nur wenige Orte und wäre ideal geeignet für den Güterverkehr. Es ist die kürzeste Verbindung zwischen St. Petersburg und Lissabon. Damals hat man europäischer gedacht als heute. Auf dem Teilstück bei Barby sollen in ein paar Jahren sogar wieder Züge rollen. Was mich aufregt, ist fast überall, hast du Telefon und Internet, kommst du zurück nach Deutschland, Ende Gelände. Ja, ist echt traurig. Das nervt mich auch so dermaßen. Wollte man aber die ganze Strecke reaktivieren, wäre dafür ein enormer Aufwand nötig. Pläne gibt es dafür bislang nicht. Obwohl auch der internationale Güterverkehr wachsen wird, etwa zwischen Europa und China. Die Kanonenbahn sollte man sich tatsächlich sehr detailliert mal angucken. Da gibt es nämlich einige Chancen. Wenn beispielsweise sich die Transporte über die neue Seidenstraße weiter anwachsen würden. Wir haben momentan etwa 30 Züge pro Tag in beiden Richtungen. Vielleicht werden das mal 60 und mal 100 und dann sind die nicht mehr zu vernachlässigen. Also Netze müssen sich weiterentwickeln und wenn es um diese europäischen Dimensionen geht, muss auch hier und da mal groß gedacht werden. Auch über diese Brücke sollen wieder Züge rollen. Die Höllentalbahn zwischen Blankenstein in Thüringen und Marxgrün in Bayern wurde einst durch die innerdeutsche Grenze unterbrochen. 5 Kilometer Strecke wurden abgebaut. Inzwischen gibt es Bedarf für neue Züge. Die Zellstoff- und Papierfabrik in Blankenstein bekommt täglich hunderte Tonnen Holz geliefert. 250 Lkw am Tag, die meisten aus Tschechien. An der Grenze wird das Holz vom Zug auf den Lkw verladen, weil eine direkte Bahnverbindung fehlt. Wir kriegen auch Holz mit der Bahn. Aus dem Süden muss es halt extreme Umwege fahren. Wenn wir also Holz aus dem nahegelegenen Tschechien bekommen, sind ungefähr 50 Kilometer Luftlinie, dann fährt dieses Holz im Moment 280 Kilometer. Das ist natürlich ein Riesenumweg und vom CO2-Fußabdruck her überhaupt nicht zu verantworten. Anstelle des Riesenumweges könnten gerade mal 5 Kilometer wieder aufgebauter Bahnstrecke zwischen Blankenstein und Marxgrün den Unterschied machen. Ein Weg fast in Ideallinie zu den tschechischen Nachbarn. Darf man nicht drüber nachdenken. Da darf man nicht drüber nachdenken. Kanonenbahn wurde unter Hitler gebaut. Das ist alles schlecht, wird eingestampft. Ja, genau. Wahnsinn. Also wenn das schon Experten sagen, ich meine, die haben doch Berater da oben in der Politik. Werden die denn nicht vernünftig beraten oder was ist hier eigentlich das Problem? Dort hat man schon eine grenzüberschreitende Bahnstrecke reaktiviert, die aber dem Zellstoffwerk nur etwas nützt, wenn auch die letzte Meile befahrbar ist. Ja. 2 Güterzüge pro Tag könnten immerhin 50 Lkw ersetzen. Dafür macht sich eine Verkehrsinitiative stark, die hier auch wieder Personenzüge fahren lassen möchte. Doch das wildromantische Höllental ist heute Naturschutzgebiet. Aha! In den beiden Tunneln nisten Fledermäuse. Okay. Es gibt daher auch Stimmen gegen eine Reaktivierung. Christian Keil und Katja Stölze-Sell unterwegs auf dem alten Bahndamm. In ihren Augen würde ein Wiederaufbau der Bahnstrecke vor allem Natur zerstören.
Ich habe mal eine Frage. In was investiert die Regierung die ganze Zeit? Überlegen wir mal. Internet schlecht, wie sonst was? Straßen schlecht, wie sonst was? Bahn schlecht, wie sonst was? Wohin geht die Kohle? Gute Frage. Zugleich bezweifeln sie, dass er sinnvoll ist. Der Aufwand sei viel zu hoch, der Nutzen nur gering. Wir haben Zweifel an der Finanzierbarkeit des Ganzen. Das ist ja nicht hier, wir legen hier einen Gleis durch und das war's. Also, ihr könnt sich die Richtlinien angucken. Sie haben mindestens 6 Meter rechts und links, was sie freimachen müssen. Durch die Hänge müssen Bäume definitiv fallen, weil da müssen Netze hin, dass die Steine nicht. Sie müssen das ja alles sichern, den ganzen Bahngleiskörper. Und das alles zulasten des Steuerzahlers letztendlich, weil ein Güterverkehr wird hier nur für die letztendlich in Blankenstein die Industrie sein. Inzwischen spricht sich auch die Deutsche Bahn für einen Wiederaufbau aus. Die Politik, vor allem in Bayern, zögert aber noch. Leonhard Nossol glaubt an den Nutzen des Lückenschlusses und daran, dass er eines Tages kommt. Als Geschäftsführer des Zellstoffwerks hat er den Anteil der Schiene beim Versand von 20% auf 80% erhöht. Man muss mit Kunden reden und den Kunden sagen, das ist für euch auch vorteilhaft. Das ist eine gute Sache, wenn ihr einen Bahnanschluss habt und den auch betreibt. Ja. Es ist ein bahnaffines Gut, das heißt ein Gut, was gerne und gut auf der Eisenbahn reisen kann. Und ich denke, es ist unsere Pflicht, so viel wie möglich auf die Bahn zu verlagern. Schon jetzt ist absehbar, die Preise für fossile Kraftstoffe wie Diesel und Benzin werden steigen. So wie es Klimaschützer seit langem fordern. Erstmals würde so tatsächlich ein Teil der Folgekosten des Verkehrs dem Verursacher Straße angelastet. Im Obterra-Zementwerk in Karst. Was mich immer wirklich so triggert. Ne? Dankeschön, Sandro, für deine 100 Bits. Moin, grüß dich. Die sprechen immer über die Bahn und über die LKWs, als wenn wir ungewollte Störenfriede sind, die überraschend vor der Tür stehen. Also man spricht immer so über die Straße und die Verursacher für die LKWs so im komplett negativen, sag schon, fällt das Wort nicht ein, Slang, keine Ahnung. Also man tut so, als wenn wir so wie Mörder sind irgendwie so, also völlig krass. Dabei ist es doch abzusehen, es hängt doch was mit der Nachfrage zu tun und auch die Schienen, egal was, sie können zwar die langen Strecken mit der Bahn fahren, letztendlich muss der LKW aber trotzdem auch die Ware wieder übernehmen und dann zu den Endkunden bringen. So, verstehe es nicht. Im Dorf verfolgt man diese Entwicklung aufmerksam, denn sie wird auf lange Sicht der Schiene nützen und den Straßenverkehr verteuern. In dem Augenblick, wo es Gesetzgebung, Verordnung gibt, die Preise für den Transport auf der Straße erhöhen, würde das letztlich eine Kostenerhöhung bei unseren Produkten erwirken. Und das, was ich vorhin gesagt habe, wiederum würde das Bauen von Infrastruktur und Wohnraum dann verteuern. Wenn die Politik wolle, dass der Zement per Bahn genauso zuverlässig und preiswert geliefert werde wie mit dem LKW, müsse sie auch die Bedingungen dafür schaffen. Naja, und die meisten Bahnmitarbeiter haben ja einen Tarifvertrag etc. Das heißt, der Herr da vorne drin kostet ja auch Geld. Obwohl, das ist nur einer und zig Fahrten werden eingespart. Okay, dummes Argument von mir. Eine leistungsfähige Bahnstrecke etwa oder günstige Preise für den Bahntransport. Darauf habe ein Unternehmen keinen Einfluss. Ich denke, es ist sogar zwingend notwendig, dass die öffentliche Hand bzw. der Gesetzgeber dort fördert und unterstützt. Im Fernverkehr der Bahn hat die Bundespolitik in den letzten Jahren gezeigt, dass es ihr durchaus ernst ist damit, umweltfreundliche Alternativen zu bieten zu Auto und Flugzeug. Kommt jetzt also tatsächlich die Verkehrswende? So eine klare Aussage zur Stärkung der Schiene. Das hat jetzt wirklich Neuigkeitswert. Das ist ja einfach wichtig, wenn die Politik diese Commitments und Strategien ausgibt. Das schafft ja Sicherheit für die Unternehmen auf der Schiene und auch die Schiene noch nicht nutzen. Diese Signalwirkung ist einfach sehr, sehr wichtig. Es geht um nicht weniger als eine Kehrtwende in der Verkehrspolitik. Dazu beigetragen hat öffentlicher Druck, aber auch finanzieller. Denn bei Nichteinhaltung der Klimaziele drohen Deutschland erhebliche Strafzahlungen an die EU.
Klimaschutz im Verkehr ist seit 1, 2, 3 Jahren ein Thema für jeden Bundesfinanzminister. Und das, alleine das, bringt eine völlig neue Dynamik in die Sache. Und jetzt meint es die Politik ernst, aber sie ist noch heftig am Suchen, wie sie es machen soll. Auch die Förderung für E-Autos haben sie jetzt auf 2030 oder so erhöht, ne? Wobei mir noch gesagt wurde, dass das nächstes Jahr die Förderung über die 6.000 Euro bzw. 9.000 Euro mit dem Preisnachlass 3.000 im Autohaus, dass diese 6.000, die man vom Staat zurückbekommt, oder, dass die wegfallen sollten nächstes Jahr. Aber jetzt ist es, glaube ich, noch doch bis 2030 oder so haben sie es jetzt erweitert. Das heißt, die wollen jetzt ernsthaft die E-Mobilität natürlich nach vorne preschen, ne? Nicht überall wird die Bahn den LKW ersetzen können. Aber sie wird es öfter können als bisher. Zum Beispiel mit dem kombinierten Verkehr, bei dem Sattel, Auflieger oder Container den größten Teil der Strecke per Bahn zurücklegen. Ja, das ist cool. Aber dann müsste ja auch, gerade wenn viele Sattelauflieger auf einem Zug sind, die quasi, sagen wir mal, nach Hamburg transportiert werden, wo dann der LKW den Sattelauflieger wieder übernimmt, da müsste die B- und Entladung wirklich sehr schnell gehen, weil wenn dann so viele da ankommen, ich meine, bis so ein Zug dann wieder weg ist, das dauert ja auch alles. Und ich weiß nicht, wie man da den Zeitaufwand, diese Kompensierung dann quasi, wie man das hinbekommen möchte. Oder indem Güterwagen auch Einzelkunden bedienen. All das gibt es heute schon. Mit moderner Technik und sinnvollen Investitionen soll es großflächig möglich sein. Ich glaube, wir werden dazu kommen, dass wir ein Primat des umweltfreundlichsten Transportweges haben. Nicht mehr des kostengünstigsten Transportweges. Ein Primat? Ich dachte, das wäre ein Affen. Primaten sind doch Affen. Ja, gut. Transportweges. Die Politik in Deutschland hat lange gebraucht, um sich für eine Trendwende im Verkehr einzusetzen. Viel zu lange, sagen Kritiker. Nun muss sie sich an ihren Versprechungen messen lassen. Auch von den Menschen im verkehrsgeplagten Mücheln. Sie werden, wie überall im Land, genau hinschauen. Ich hoffe, das Haus hier links wäre noch zu kaufen, glaube ich. Ja, nur, dass sich durch den öffentlichen Druck da wirklich jetzt was ändert. Aber mit den jetzigen Leuten, die jetzt an der Regierung sind, wird sich da nichts ändern. Das habe ich schon lange den Glauben verloren. Es muss was geschehen, dann glaube ich es. Wenn der Anfang gemacht ist, dann glaube ich es. Ich glaube, der Knoten wird richtig platzen. Ach so, den linken. Link kannst du nicht posten. Link nicht. Links werden ausgeblendet. Der nächsten Bundesregierung, ganz egal, wie sie parteipolitisch zusammengesetzt sein wird, wir werden eine völlig andere Verkehrspolitik erleben. Und insofern blicke ich durchaus optimistisch in die Zukunft. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, Leute. Geiles Video, auf jeden Fall. Fakt ist einfach, wie da auch im Beitrag schon gesagt wurde, es wurde einfach mega lange alles verschlafen, sei es egal, welche Regierung da an der Macht war. Wobei, wir hatten jetzt ja, keine Ahnung, lange Merkel, wobei die jetzt nicht immer an allen schuld ist. Ne? Man kann immer nicht sagen, Merkel ist immer an allen schuld. Aber gerade die Verkehrsminister etc. haben so lange gepennt und jetzt, jetzt muss es schnell gehen, weil es ist ja schon peinlich, wo wir da hingeraten als Wirtschaftsexportland. Und wir fallen so nach hinten runter, dass es uns wirtschaftlich so schaden würde. Sie kommen jetzt an mit Netzausbau, Internet, was auch hinterhergelenkt wie Sau, keine Ahnung. Ich finde, wenn man so die Leistung, man müsste einfach mal gucken, was hat jeder Minister im Laufe der Legislaturperiode eigentlich für Erfolge, für Ziele und was hat er von den Zielen erreicht und sind die erfolgreich geworden, diese Ziele? Das müsste man mal daneben auflisten und dann mal schauen, wie da so die Plus-Minus-Quote ist. Ja, das ist halt, das wäre halt mal wirklich sehr interessant, weil wenn du als normaler Arbeitnehmer da nicht richtig funktionierst, wirst du entlassen. Wenn du als, ich sag mal, Geschäftsmann im Einzelhandelsbetrieb oder Einzelunternehmenbetrieb nicht vernünftig wirtschaftet etc., gehst du pleite, war es das für dich. So, bei Politikern fehlt mir immer noch so, wenn die Scheiße bauen, wenn die Mist bauen, und das Ganze geht nach hinten los, so wie Scheuer zum Beispiel da mit der Mautgeschichte, was man definitiv so sagen muss, es war abzusehen, dass da geklagt wird und dass wir diese Klage dann verlieren, das Rechtsurteil, was dann auch eingetreten ist. Das sind einfach Steuergelder, die mega verschwendet wurden und da müsste eigentlich, das ist natürlich nicht möglich, der Politiker irgendwo
Natürlich kannst du nicht finanziell zur Rechenschaft ziehen, aber dann müsste er sein Amt einfach verlassen, wegen Misswirtschaft. Ganz einfach. Das ist meine persönliche Meinung. Und dann sich nicht einmal hinstellen und das Ganze immer schön reden und umreden und bla bla, weil man Grammatik-Schulung hatte als Politiker und kann das Ganze dann umschreiben. Und es wird einfach nicht der Begriff Fehler genannt, sondern man umschreibt es dann einfach wunderbar. Wisst ihr, wie ich das meine? Ah!